Valentina und heute zeige ich euch die Vorbereitungen, die ich, die Yvonne, meine Friseurin und der Elias, der Fotograf, getroffen haben für den Hairdressing Award 2017 von Schwarzkopf. So wie ihr mich hier jetzt seht, das ist gerade aktuell. Die Aufnahmen, die ihr gleich sehen werdet, sind von November, wo wir die gesamten Vorbereitungen für den Hairdressing Award getroffen haben. Sie durften eine sehr lange Zeit nicht gezeigt werden, da wir noch nicht gewusst haben, ob wir nominiert werden. Das war noch alles unter Geheimhaltung, aber jetzt dürfen wir es euch zeigen. Falls euch die Haare, die Bilder und das Video gefallen, würde es mich unglaublich freuen, wenn ihr für uns voten könnt, weil wir wurden nominiert in der Kategorie Publikum. Und ich werde euch unten den Link verlinken und es wäre ein Traum, weil man muss nichts tun, außer auf ein Bild klicken, keine Anmeldung, sonst gar nichts. Es wäre sehr, 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 sehr cool und wir als Team würden euch unglaublich danken. Mua! Insgesamt hat das ganze Projekt quasi 3 Tage gedauert und ja, viel Spaß beim Video. Tag 1. Meine Haare wurden nochmal frisch gemacht, damit sie für den Award perfekt aussehen. Wow, nicht zu nah. Oh ja, kurz. Optik. Schau sie in den Kopf. Wie ein fetter Big Head. Nachdem meine Haare eigentlich fertig waren, haben wir dann auch noch die Größe der Krone bestimmt und haben ein paar Sachen herumprobiert, wie wir das dann genau fertig haben wollen. Meine Haare waren also tipptopp, war alles fertig gerichtet, dann kommt es zum Tag 2. Der zweite Tag war schon der erste Shooting-Tag, wo aber das Model der anderen Friseurin drangekommen ist, weil Clip, der Friseur, mit 2 Friseuren angetreten ist. Ich war quasi dort, um das andere Mädchen zu unterstützen, weil sie noch nicht oft Model Aufträge gehabt hat, beziehungsweise nicht sehr tätig war als Model und ich ihr deshalb einfach auch ein paar Tipps gegeben habe. Währenddessen wurden mir die Haare geglättet und wir haben auch schon ein bisschen mit Make-up herumprobiert, was wir dann am nächsten Tag machen werden, weil ich erst am zweiten Tag dran war. Ja. Perfekt. Tag 3. Es war endlich soweit. Der Tag, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe, ist dann endlich angekommen. Und es war der Shooting-Tag, wo ich geshootet wurde. Wobei ich am Anfang noch sehr, 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 sehr lange sitzen musste, da die Haare ja erst gemacht worden sind. Und noch mehr Haare. Und noch mehr Haare. Nachdem die Haare geschafft waren, kam es zum Make-up. Und dann kam endlich der Moment, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe, wo ich auch endlich etwas machen konnte, und zwar das Shooting. Es war für mich wieder eine sehr interessante Erfahrung, weil bei den Shootings, die ich sonst habe, die Haare nicht so stark im Fokus sind
und das einfach auch das Posing und das gesamte Setup verändert. Also, ich muss das filmen. Ja, das ist so cool. Das macht ja Spaß, oder? Und wie oft kriege ich schon die Schuhe angezogen, verstehst du? Zwischen den Shooting-Phasen habe ich dann circa so ausgesehen. Ich habe Popcorn in meinen Haaren. Zum Abschluss haben wir dann gemeinsam noch die Fotos ausgesucht und haben dann mit Popcorn den Abend ausklingen lassen und uns einfach noch etwas ausgetauscht und uns relaxed, da wir alles geschafft haben. Tut mir den Gefallen, tut uns den Gefallen, votet für uns mit. Ich werde auch die Veranstaltung, also den Hairdressing Award, auch mitfilmen, weil ich darf dorthin. Weil wir nominiert wurden, hat mich Clip eingeladen, dass ich auf den Hairdressing Award mit darf. Das werde ich natürlich auch mitvloggen, also das Video gibt es dann auch. Ja, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht gesagt. Weil das alles auch über Clip gelaufen ist, bin ich momentan in ganz Österreich vor den Clip-Salons zu sehen. Das ist aber nur noch bis Ende März. Also, falls ihr mich gesehen habt auf den Clip-Salons, bitte, bitte, bitte schickt mir ein Foto. Ich würde mich so sehr freuen, weil ich finde das einfach richtig geil. Das haben mir schon so viele Freunde geschickt. Ich danke euch so sehr dafür. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lächeln nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Tschüss!